Ja, Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid hier auf meinem Kanal Fly Fishing Chronicles. Und ihr seht schon, heute geht's auf Hecht. Ich bin mir ziemlich sicher, die Hechte werden beißen. Seid gespannt. Oh hey, ihr schaut das Video ja jetzt hier auf YouTube. Knickknack, die Chance besteht natürlich, dass was gebissen habt. Ansonsten würdet ihr das Video jetzt ja nicht sehen. Viel Spaß. Oh, Hecht, 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 Hecht. Oh, hat attackiert. Oh, und er hängt. Zwar nur ein kleiner, aber immerhin schön auf Sicht gebissen. Immerhin ist erst abgedreht. Hat den Streamer dann doch genommen. Boom. Da ist der Schlingel. Schön. Ja, hier ist der kleine Lümmel. Schön auf Sicht gebissen. Geil, ich freue mich. Schön. Und der kleine darf natürlich noch wachsen. Ganz klar. Zack, da schwimmt er auch schon. Ja, Leute, jetzt schaut euch das mal an. Ich habe den jetzt natürlich über die Schnur gedrillt und die Schnur hängt jetzt hier überall fest. Und deshalb sage ich immer, gerade wenn man einen großen Hecht hat natürlich, immer die Schnur auf die Rolle wickeln. Weil stellt euch jetzt vor, ihr habt jetzt einen großen Hecht dran, der zieht ab und kann nicht mehr Schnur nehmen, weil es blockiert ist. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man den Hecht verliert. Deshalb große Fische immer auf die Rolle packen. Mein Tipp, wenn das geht, macht das. Ja Leute, wie ihr schon gesehen habt, ich werfe das Ufer schön ab, lasse mich runterdriften und werfe dann immer zum Ufer hin. Einfach weil ich vermute, dass die Hechte mehr so am Rand stehen im flacheren Bereich und bringen dann den Streamer quasi in den tieferen Bereich rein. Was fische ich? Ich fische ja, so einen 17 cm Streamer. Was ich mache ist folgendes, ich mache auf das Stahlverfahren noch eine richtig große ja, Bleiperle oder Bleischrot in dem Fall aus Zinn allerdings. Warum? Hat mehrere Gründe. Zum einen, wenn man ja wirft und durch das Werfen verliert der Streamer an Wasser und dann landet er auf der Wasseroberfläche und liegt dann oben auf der Wasseroberfläche. Und das will ich nicht. Ich will, dass er runtergeht und gleich mit den Fischen anfängt. Weil, wie gesagt, ich vermute, dass die Hechte am Rand stehen. Darauf spekuliere ich jetzt einfach mal. Und durch das Splitshot wird er gleich nach unten gezogen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist folgender. Ich bin davon überzeugt, dass wenn der Streamer ein bisschen laut auf der Wasseroberfläche landet, dass es die Aufmerksamkeit der Hechte auf sich zieht. Selbiges gilt auch für Bachforellen, für Rapfen, für Döbel. Ein bisschen Platsch muss es machen, einfach damit die den Streamer in dem Fall besser lokalisieren können. Ein anderer Grund ist auch, gerade auch für Anfänger ganz wichtig, wenn ihr auf den Vorfach ein bisschen Gewicht habt, das hilft euch einfach dann, das Vorfach zu strecken, weil der Streamer dann natürlich schwerer ist. Das Gewicht, das fliegt auch nach vorne und das hilft ungemein beim Werfen. Schön am Rand hinschmeißen, einstrippen. Das Wasser ist sehr klar, das heißt, wenn da ein Hecht steht, der kriegt auf jeden Fall den Streamer mit. Und während ich den Streamer jetzt einstrippe, schaue ich auch hinter den Streamer, ob da irgendwie ein Schatten kommt. Kommt keiner, dann kann ich gleich wieder den Streamer rausnehmen. Muss ich nicht immer komplett zum Boot zurückstrippen und kann gleich wieder rausfeuern. Kurz absinken lassen. Wieder einstrippen, schön verführerisch den Streamer spielen lassen. Okay, hat nichts gebissen, kommt nichts hinterher, gleich wieder raus. In den nächsten Wurf ansetzen und die so langsam das Ufer runterarbeiten. Und es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis der nächste Hecht kommt. Ich habe hinterherkommen sehen, ganz vorsichtig genommen, ey. Krass. Aber urvorsichtig genommen. Ja, ja, komm her. Ich wollte schon den Streamer rausholen aus dem Wasser. Ja, ich sag immer, auch hinter den Streamer schauen, ob man da noch was sieht. Na, komm rein, ja. Drin ist er, jawohl. Ja, und da ist der schöne
vorsichtig genommen. Schön. Ja, und hier ist der Gute ganz vorsichtig gebissen. Er kam hinterher, hat dann ganz zaghaft den Streamer genommen. Ich habe dann auf sich den Anhieb gesetzt und da hing. Schön, freut mich. Der zweite Hecht. Schön. Da schwimmt er schon. Schön. Ja, der zweite Hecht wurde gelandet. Ich musste ihn ein bisschen überreden. Er kam hinterher. Ich habe ihn nur so schemenhaft gesehen. Streamer ein bisschen angetwitcht und dann ist er drauf geschossen. Freut mich auf jeden Fall. Was fische ich? Ich fische Schnurklasse 9. Und wenn ihr mit den Streamerfischen auf Hecht anfangen wollt, dann finde ich, solltet ihr zur 9er Schnurklasse greifen. Ist die universellste Schnurklasse. Klar, mit einer 8er kann man auch auf Hecht streamern. Allerdings limitiert man sich dann selber. Gerade was jetzt so die Größe der Streamer angeht, kann man halt nicht die ganz großen oder auch die mittelgroßen Streamer nicht mal ganz so gut werfen. Auch wenn es jetzt windig ist, ist natürlich eine schwerere Schnur günstiger, weil man dann besser durch den Wind werfen kann. Deshalb Schnurklasse 9, damit würde ich anfangen. Später dann, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt die großen Streamer fischen, dann kann man auch zur 10er Schnurklasse greifen, ne? Aber Schnurklasse 9 finde ich ziemlich universell. Ah, jawohl, der nächste Hecht und der ist doch schon deutlich besser, Leute. Der ist deutlich besser. Anke, mach mal rein. Kommt auf mich zu. Ah, schön genommen, ey. Ich liebe es. Wow, 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 wow. Ja. Und ihr seht, ich habe den auf die Rolle genommen und dann kann man den noch ganz entspannt drillen, wie mit einer Spinnrute quasi. Es wird schön schnurfrei gegeben, ohne zu ruckeln. Perfekt. Boah, der Streamer ist echt weg. Der hat den sich echt voll reingeballert. Bremse auf, noch ein bisschen, falls er nochmal davon schießt, womit ich fast schon rechne. Ja, das war klar. Das ist halt immer so eine Sache, wenn man alleine angelt und auch alleine drillen muss. Gar nicht so einfach. Boah, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Da war schon fast drin. Jawohl. Erst drin. Puh. Ja, da kann ich sehen lassen auf jeden Fall. Freut mich. Da schaut sie euch an, die Dame. Wundervoll. Schaut euch die Farbe an. Das Muster. Geil. Ja, Leute, hier ist die gute 95 cm. Unglaublich fett gefressen. Schaut euch den Fisch an. Unglaublicher Kampf gewesen. Schön. Freut mich, dass das so geklappt hat. Einwandfrei. Geil. Yeah. Ja, Leute, was für ein Battle, ey. Freut mich wirklich, dass das noch geklappt hat. Ich lasse die Gute jetzt erstmal noch ein bisschen im Kescher drin, einfach um sicher zu gehen, dass es ihr gut geht und dass ich sie mit gutem Gewissen wieder entlassen kann. Was fische ich nochmal für ein Vorfach? Das wollte ich euch nochmal zeigen. Ich fische ein 7x7 Stahlvorfach. An beiden Enden habe ich einfach einen Perfektschlup dran gemacht. Ja, und an den einen Perfektschlup habe ich von Stroft ein Solid Ring dran und an der anderen Seite, man sieht jetzt nicht, weil der ziemlich zerkaut ist jetzt, das Streamer, einen ganz einfachen Snap. Und beim Fliegenfischen, da reicht so ein Perfection Loop, wie ich finde, absolut aus. So viel Druck kann man gar nicht jetzt mit der Fliegenrute aufbauen, dass der Knoten da irgendwie sich selber durchschneidet. 7x7 Vorfach, deshalb, weil es halt geschmeidig ist, es lässt sich knoten. Und jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, Titanium kann man auch nehmen. Ich kann da jetzt nichts Schlechtes zu sagen. Allerdings ist die vermeintliche Schwachstelle des Stahlvorfachs auch seine Stärke, wie ich finde. Denn beim Stahl sieht man, wenn sich das so ein bisschen kringelt oder wenn da so ein paar Fransen auf sind, gerade hier an den Loops, das sind solche Stellen, wo dann oft mal so ein einzelner Strang so ja, reißt, sag ich jetzt mal, dann sieht man, wann es Zeit ist, das Stahlvorfach
zu wechseln. Bei einem Titaniumvorfach hatte ich das schon erlebt, dass das auf einmal gerissen ist. Bing, war durch. Es sah noch tipptopp aus, aber auch das hat nicht das ewige Leben. Deshalb, ich setze weiterhin erstmal auf 7x7 Stahl, lässt sich knoten, hält auf jeden Fall. Und ich sehe definitiv, wann es an der Zeit ist, das zu wechseln. Und ich finde, das ist auch eine Stärke des Stahlvorfachs. Das Vorfach, wie gesagt, hier am Ende habe ich einen Solid Ring dran. Und dann kommt einfach, keine Ahnung, so 1,5 Meter monophile Schnur. So 0,50er, 0,60er, je nachdem, wie groß eure Fliegen sind. Je größer und schwerer eure Fliegen sind, desto schwerer muss dann auch das Flugcarbon oder monophile Schnurvorfach sein, einfach um den Turnover zu schaffen. Einfach jetzt in dem Fall in die Intermediate-Schnur eingeschlauft und fertig der Lack. Okay, ich glaube, es ist Zeit, die Gute zu entlassen. Ganz kurz und knapp. Schöner Fisch. Ja, einwandfrei. Ja, die Körperspannung ist da auf jeden Fall. Die Flossen bewegen sich. Immer ein gutes Zeichen, dass der Fisch wieder bei Kräften ist. Ja, und bevor es weitergeht, erstmal wieder den Streamer herstellen. Erstmal so mit der Hand alles wieder zurechtzupfeln. Dann Mr. Kamm nehmen. Und dann ruhig mal ein bisschen auskämmen wieder. Damit die Fransen wieder richtig schön spielen. Ich meine, nach einer Zeit ist das so oder so ziemlich verfilzt. Aber mit dem Kamm kriegt man da nochmal ein bisschen mehr Aktion raus, ne? Oh, Hecht. Hecht kommt hinterher. Na, komm, komm, komm. Steht drüber, steht drüber. Na, komm, Digga, komm. Du willst es. Ist auch wieder so ein schöner, großer Hecht. Also wenn ich jetzt nicht wüsste, wo er ist, würde man den gar nicht sehen. Das ist unglaublich, was die für eine Tarnung haben. Oh, komm. Ballere drauf, komm. Ach. Er steht davor, schaut sich den Streamer an, aber oh, hier ist der Hecht. Schwimmt jetzt unter unser Boot zusammen mit dem Karpfen. Ich hoffe, man kann ihn sehen. Stellt sich jetzt unter mein Boot. Willst du mich veräppeln oder was? Ich lasse den Streamer mal runter. Nee, will ihn nicht haben, ey. Das gibt's doch nicht. Direkt vors Maul. Nee, er will nicht. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Leute, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Hecht. Oh, ausgeschlitzt. Oh, schade. Hecht. Ah, jawohl. Und er hängt. Und er hängt schon schön auf Sicht genommen wieder. Oh, schön. Einer dieser Tage, da läuft es einfach. Zack, drin ist er, jawohl. Yes. Ja, hier ist der Gute. Schöner Biss gewesen. Geil, freut mich. Schön. Ja, der Gute kann gleich wieder schwimmen. Zack. Wupp, weg ist er.
Ja, dieser Hecht kam auf diesen Weißfisch-Streamer an meiner 10er-Fliegenroute, auf der ich eine Sinkschnur drauf habe. Wie ihr sehen könnt, Sinkschnur. Und darin habe ich das Vorfach eingeschlauft, einfach 1 Meter 060er monophile Schnur. Da dann angeknotet das Stahlvorfach und das war es. Also wirklich ein ganz, ganz simpler Aufbau. Man muss das nicht irgendwie großartig runter tapern oder irgendwas, sondern einfach nur ein 1 Meter Stück, nur 60er monophile Schnur und daran gleich das Stahlvorfach. Das, was ich heute auch verwenden muss, ist eine Polbrille, die ich natürlich immer verwende, ist ganz klar, auch um die Augen zu schützen. Aber heute in gelben Gläsern, weil es halt dunkel ist, da sind gelbe Gläser viel besser. Ansonsten würde ich euch raten, als erstes würde ich mir so eine bernsteinfarbene Sonnenbrille holen. Die ist sehr universell, muss ich sagen. Aber für solche schlechten Lichtverhältnisse wie heute, wo es einfach nicht hell werden möchte, gelbe Gläser. Oh, Hecht als Nachläufer gehabt. Guter Hecht als Nachläufer gehabt. Aber da hatte ich die Fliege schon aus dem Wasser gehoben. Was ist heute hier los? Direkt vom Boot, ey. Ich halte den Streamer direkt vor die Schnauze. Jetzt kommen noch ein paar Karpfen rein. Ah, der will nicht. Schade, schade, schade. Das ist wieder so ein 90er oder sowas. Eieiei. Na komm, wir fischen mal weiter. Nächste Hecht. Die kommen immer nur hinterher geschwommen. Jetzt, was ist los? Komm. Ja, der wird so 80 haben vielleicht. Oh, also entweder sind sie schon alle satt oder sie sind so kurz davor zu jagen, dass die irgendwie schon Bock haben, aber doch noch nicht so richtig. Kann sein, dass heute Abend das da Bock haben oder erst morgen oder erst übermorgen. Ja, jetzt müsste man jeden Tag angeln gehen. Dann könnte man die sich alle ernten. Ah, jawohl. Ah, wieder ausgestiegen. Schöner Biss gewesen auf jeden Fall. Geil. Aber Fehler meinerseits. Ich glaube, ich habe den Strip-Set nicht richtig gesetzt. Schade. Das gibt's nicht. Da ist noch mal gekommen. Das gibt's doch nicht. Jetzt habe ich aber richtig angehauen. Das gibt's ja nicht. Da ist noch mal gekommen. Ist schon geil, so im klaren Wasser zu angeln. Und du siehst die Bisse. Sehr geil. Schön, dass der noch mal kam. Hätte ich echt nicht gerechnet. Ja. Boah. Boah. Na komm her. Ach, das gibt's doch nicht. Komm jetzt her. Bäm, jetzt ist er drin. Meine Herren. Ja, die haben jetzt ordentlich Dampf, perfekte Wassertemperaturen. Das ist natürlich klar, da machen die ordentlich Druck. Und die andere Fliegenroute ist unter Wasser gegangen. Wie ist das denn passiert? Wie ist das denn passiert? Puh, Chaos. Ja, und hier ist der Gute. Zweimal draufgeballert, hätte ich nicht gedacht, dass der nochmal gekommen ist. Aber schön, schön gebissen, glasklares Wasser, einwandfrei. Besser geht's nicht. Geil. Ja, schön. Faszinierend, faszinierend. Ja Leute, man hat es gesehen, das Keschern, das war ein bisschen chaotisch. Großer Kescher, Fluch und Segen zugleich. Segen ist natürlich klar, wenn man einen großen Fisch fängt, über einen Meter, ist es natürlich super, wenn man so einen großen Kescher dabei hat. Nicht nur für euch als Angler, sondern natürlich auch für den Fisch. Der Fisch kann schön gerade drin stehen, kann sich ausruhen, bevor man den zurücksetzt. Fluch allerdings natürlich, gerade wenn man wie ich jetzt alleine fischt,
das Cachern und vor allen Dingen auch noch mit einer Fliegenroute, das macht das natürlich ein bisschen hakelig, ein bisschen schwierig, manchmal ein bisschen chaotisch, aber meistens klappt es dann doch. Ja, was ich jetzt auch so faszinierend fand bei den Hecht, ist nicht, dass der einfach nochmal kam, nachdem er eigentlich schon richtig fett dran hing, kam er halt nochmal, sondern er hat an einer Stelle gebissen, an der dort, die ich heute früh schon mal abgeworfen hatte. Und ich habe jetzt gedacht, da war ich doch heute schon mal. Und er kam von der Stelle. Also es lohnt sich, Stellen nochmal aufzusuchen zu anderen Tageszeiten. Jetzt haben wir späten Nachmittag und siehe da, ein Hecht kam raus. Ich hatte wohl einen Hechtnachläufer, zumindest steht da jetzt einer. Ich lasse mir den Streamer absinken. Ah, kommt nicht hinterher, kommt nicht hinterher. Ich habe nur aus seinem Standort rausgepult, aber er hat keinen Bock zu fressen. Aber ich fische jetzt hier auch so einen ganz flachen Bereich ab und ich nehme einfach alles mit. Also die Viecher können wirklich überall stehen. Und ja, es lohnt sich ja bisher. Oh, großer Hecht. Oh, großer Hecht, Leute, großer Hecht. Er hatte den Streamer schon im Maul. Er hatte den Streamer im Maul. Direkt hier wieder vom Boot. Komm, schieß drauf, schieß drauf. Oh, der kann einen Meter haben. Der hat sogar einen Meter. Meter, Leute, der hat einen Meter. Ich weiß nicht, ob man sehen könnt. Direkt, ich weiß nicht, steht er da, wo der Streamer ist? Da steht er. Oh Mann. Ja, was willst du jetzt machen? Kannst gar nichts machen. Aber man fragt sich natürlich, wo war der vorhin? Ja, da kommt doch ein Hecht hinterher. Ja. Ich habe da schon das Schiff wackeln sehen. Er steht wieder vor dem Boot. Oh, und der haut ab. Das ist auch wieder so ein Klopper von, ist nicht 90 cm oder was weiß ich. Das ist ja unfassbar. Der stand dort im ganz flachen drin. Ich habe den Streamer da hingeworfen, hingeführt. Ja, da habe ich nur wackeln sehen. Da dachte ich mir, na, das könnte doch ein Hecht sein. Siehe da, er kam. Da stand er drin. Da muss genau da unten drunter gestanden haben und da kam er raus. Krass, ey. Ist vielleicht 50 cm flach. Ja, ich lasse es, glaube ich, jetzt erstmal gut sein. Es wird wieder dunkel, es zieht sich zu. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben. Das hilft den Algorithmus, das hilft meinem Kanal, ihr wisst schon. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann lasst ein Abo da. Würde ich mich wirklich sehr freuen. Euch bis dahin, viel Petri Heil am Wasser. Macht's gut, tschüss.